Michaela Schäfer lässt sich ein Sixpack anoperieren. Ja, richtig gehört. Die Nacktschnecke geht nicht ins Fitnessstudio, sondern legt sich unters Messer, um so auszusehen. Oder besser, unter die Kanüle. Denn bei der Athletic Modulation Methode saugt der Chirurg Fett in der Bauchregion ab, um den sportlichen Look zu erzeugen. Zum Vergleich. Vor ein paar Monaten ist das Model zwar rank und schlank, von einem Waschbrettbauch gibt es aber keine Spur. Ganz überraschend kommt die Enthüllung nicht. Obwohl Michaela alles versucht, um das Ergebnis der Operation zu verschleiern. Ich darf leider noch nicht darüber reden, aber eins kann ich sagen, es ist phänomenal. Ich bin so glücklich und ich habe ja alles verdeckt, ihr könnt also auch nichts sehen. Ist ein Geheimnis doch keins mehr, wenn zwei Menschen davon wissen. Michaela hat wieder neue OPs, ja. Ich weiß, sie hat sich irgendwie Bauchmuskel operieren lassen. Beim brasilianischen Arzt, das weiß ich. Wie genau der Eingriff funktioniert, gibt es heute Abend ab 19 Uhr auf RTL in der Sendung Die Knaller des Jahres zu sehen.